45 Jahre lang konnte ich stolz auf meine Arbeit sein. Aber dieser Weiß? Was ist los? Gefällt Ihnen dieses Handwerk nicht? Nein. Es gefällt mir auch nicht, dass er niemand wie Sie ständig reingeschneit kommt und mir sagt, wie ich arbeiten soll. Moment mal, junger Mann, nehmen Sie... Liebe Zuschauer der aktuellen Schaubude, herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung nach der Sommerpause. Wir melden uns aus Wilhelmshaven vom Wochenende an der Jade, einem großen Volksfest, das dieses Jahr unter dem Motto steht, 200 Jahre USA. Und was könnte das besser illustrieren als Rodeo? Und die Männer hier im Sattel und die eine Frau, dann natürlich ausgeschlossen, sind ausnahmslos Angehörige der amerikanischen Armee. Herr Schüler, Sie haben diese GIs, Cowboys, aus Nürnberg geholt. Ja, es sind also ausnahmslos Cowboys in ihrer Heimat. Sie dienen hier zurzeit in Europa bei der Armee und bekommen erfreulicherweise eigentlich auch für diese Reiterspiele in ausreichendem Umfang von der Armee Freizeit. Ich glaube, das ist etwas sehr Sympathisches, was man über die US Army sagen kann, dass die Cowboys sozusagen in eigenen Einheiten zusammengefasst hier ihrem sehr harten Beruf und ihrem Training nachgehen können. Was wir jetzt sehen, sind Ausschnitte aus dem Trainingsprogramm. Sicherlich, so ist es. Und gerade das Rodeo legt großen Wert darauf zu sagen, dass es also echter und harter Sport ist und nicht etwa nur Show. Ja. Herr Schüler, ich habe Sie nicht mit Ihrem vollen Dienstgrad, darf ich es einmal so sagen, angeredet. Und ich will das nachholen, weil es interessant ist. Sie sind der Aufsichtsratsvorsitzende der Freizeit. Nun denken die Leute, wieso denn das? Das ist nicht etwa ein sprachlicher Lapsus. So heißt diese Gesellschaft, die hier unter anderem die Initiative für dieses Fest mit ergriffen hat. Ja, richtig. Die Freizeit in Wilhelmshaven GmbH wurde 69 gegründet, nachdem das Kur- und Badeamt in Wilhelmshaven aufgelöst wurde. Es ist also, die Aufgabenstellung ist deutlich erkennbar. Es geht um die Freizeit des Bürgers in dieser Stadt. Sie ist eine städtische Tochter. Und im Rahmen einer solchen privatwirtschaftlich geführten Firma kann man sicherlich alle diese Probleme, die mit solchen Veranstaltungen zusammenhängen, sehr viel besser lösen. Und ich glaube, dass ja der Mensch hier in Wilhelmshaven eine ganz besondere Aufmerksamkeit verdient, denn hier ist ja inzwischen eine mächtige Industriestadt herangewachsen. So ist es. Insbesondere während der zurückliegenden 7 bis 8 Jahre hat diese Entwicklung gewaltige Fortschritte gemacht. Und unsere Aufgabe ist es, in dieser Stadt dafür zu sorgen, dass der Bürger auch ausreichend Freizeitflächen zur Verfügung bekommt. Wenn Sie das Bild dieser Stadt sehen, kann man sagen, dass die gesamte Ostküste der Industrie vorbehalten sein wird. Aber der Süden soll dann uneingeschränkt den Menschen zur Verfügung stehen. Und hier in diesen Tagen, während des Wochenendes an der Jade, da ist der Mensch Mittelpunkt. Und Sie haben hier eine Veranstaltung aufgezogen. Ich glaube, das darf man jetzt schon sagen, die nicht nur Ihren Mitbürgern Freude macht, sondern die Ihnen die Bestätigung gibt, es hat wieder einmal geklappt. Was wird es im nächsten Jahr geben als Höhepunkt? Ja, wir haben etwa 14 Tage, bevor diese Veranstaltung begonnen hat, eine verbindliche Zusage der polnischen Botschaft bekommen. Wir möchten gerne das nächste Wochenende an der Jade in das Zeichen einer deutsch-polnischen Gemeinschaftsveranstaltung stellen. Also jedes Jahr eine Attraktion und jedes Jahr etwas Neues. Das ist das Gesetz der großen Schau. Eine große Schau wird es hier werden. Und wir dürfen Ihnen viel Erfolg wünschen und Ihnen viel Vergnügen. Herzlichen Dank. Unser nächster Gast kommt aus Jamaika, dem Land, das oft genug von Matrosen wegen seines Rums besungen wurde. Sie hat sehr große Musical-Erfolge in London gefeiert und sich inzwischen in München niedergelassen, sodass wir doch noch einiges von ihr sehen und hören werden. Claudia Barry, eine rassige Frau mit eigenem Fanclub, und sie singt Why Must a Girl Like Me? I thought so many times about it.
Mein Gesprächspartner ist der Bürgermeister der Stadt Wilhelmshaven, Herr Eberhard Krell. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Und Sie sind natürlich der prädestinierte Mann, um uns so etwas wie eine Visitenkarte Ihrer Stadt abzugeben. Wilhelmshaven ist ja noch eine recht junge Stadt. Wie ist sie eigentlich entstanden? Frau Fischer, das ist sehr schnell und einfach erklärt. 1853, also vor fast 125 Jahren, kaufte Preußen vom damaligen Großherzogtum Oldenburg hier einen Streifen Land für 500.000 Taler und wollte einen Marinehafen anlegen, eine Marine gründen. Und so ist Wilhelmshaven entstanden. Das hat sich weiter ausgebaut, es ging zügig voran und 1914 war der erste Höhepunkt dieser Stadt, die Blütezeit praktisch. 1918, nach dem verlorenen Krieg, ging es sehr rapide bergab. Die Stadt fing sich dann wieder. 1942, Höhepunkt, über 100.000 Einwohner. Und dann war ein ganz böses Erwachen 1945. Diese Stadt sollte geschliffen werden, die Deiche sollten geöffnet werden, die Straßen, die Plätze, alles wäre hier überflutet gewesen. Ich muss sagen, es waren Männer wie Arthur Grunewald und Johann Jansen und viele andere, die dafür gesorgt haben, dass die Alliierten ihr Vorhaben nicht durchgebracht haben und nicht zum Zuge gebracht haben. Ja, also hat Wilhelmshaven praktisch zweimal wieder ganz von vorn anfangen müssen. Inzwischen sind ja aus den 109 Einwohnern ein paar mehr geworden und die Marine ist etwas wie ein Juniorpartner ihrer Stadt. Wie viele Einwohner sind es heute? Heute haben wir 105.000 Einwohner. Wir sehen die Marine gerne und sagen, das ist unser liebstes Kind. Sie bringt Flair in diese Stadt. Ich könnte fast sagen, hier ist Klein-Berlin. 38% der Einwohner werden durch die Marine Arbeit bekommen, nicht? Oder seht ihr? Doch, 40.000, glaube ich. 40.000 Einwohner sind durch die Marine beschäftigt. Das ist richtig, Frau Fischer. Wenn wir die Marine nicht nur auf die Lords selber beziehen, sondern auf all das, was dazugehört, dann haben Sie durchaus recht. Wir haben einige Fotos vorbereitet. Sie waren so nett, sie uns zur Verfügung zu stellen. Vielleicht können wir die jetzt sehen, dass Sie ein paar Worte dazu sagen. Das ist ungefähr der Beginn. Die erste Einfahrt, Südstrand. Der einzige Südstrand, wenn ich das richtig weiß, an der deutschen Nordsee. Hier ein Blick über unsere modernen Wohnanlagen, unsere modernen Siedlungen, auch 1926 schon sehr modern mit Dusche und Bad. Jetzt kommt etwas wie die Binnenalster. Wissen Sie, das ist ein kommunales Problem, das wir in diesem Jahr noch lösen müssen. Lassen wir das als Binnenalster oder als Industriegebiet? Das ist die Frage, vor dem die Kommunalpolitiker 1976 stehen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Wir alle finden Wilhelmshaven sehr reizvoll und hoffen, dass Sie weiterhin viele Besucher hier haben werden. Schönen Dank. Danke auch. Seemannsstimmung darf natürlich auch in unseren musikalischen Beiträgen nicht fehlen. Und da kommt man beim Aurecher Shantychor ganz sicher auf seine Kosten. Hier haben sich nämlich Männer zusammengefunden aus verschiedenen Berufen, die nach Feierabend mal über die Ozeane segeln. Sie vermitteln uns so etwas wie den Geruch von Salz, Tank und Meer und natürlich auch ein bisschen Hafenkneipenatmosphäre. Der Aurecher Shantychor besingt nun die Nordseewellen. Mein Kindertüt,
warten auf mein Sehnen und mein Hatebegehr, der die Welt zu pflegen über Land und Meer. Warten auf mein Sehnen und mein Hatebegehr, all mein Längen stillt, hätt mir all dat gäben, wat mein Hart erfüllt. All dat ist verschwunden, wat mir drückt und dreht. Heft dat Glück wohl funden, doch dat Heimweh bleibt. All dat ist verschwunden. Optisch getrennt durch das Wunder Fernsehen, zusammengeführt durch Ihre Stadt, begrüße ich Herrn Oberstadtdirektor Dr. Eickmeier. Und ich habe eine Frage, Doktor, die Sie vielleicht begreifen, aber nicht so schön finden, nämlich nach dem Ruf dieser Stadt als ausschließliche Marinestadt, gilt sie in weiten Kreisen der Bevölkerung? Und ich glaube, das hören Sie gar nicht so gern. Zunächst mal, Herr Holland, vielen Dank für die netten Worte, die Sie für uns Wilhelmshaven erfinden. Der Ruf, Marinestadt zu sein, den finde ich gar nicht so schlecht. Er bedeutet nämlich auch Schmissigkeit und Schwung in der Stadt und ein buntes Bild. Aber eins ist richtig, die Marine, die uns auf die Schiene setzte vor gut 100 Jahren, hat uns inzwischen in eine recht optimistische zivile Gegenwart und Zukunft entlassen. Denn das Bild ist nicht mehr komplett. Es muss ergänzt werden um die Dinge, die wir vor den Deichen jetzt sehen und die das eigentliche Besondere dieser Seestadt Wilhelmshaven ausmachen. Und das kann man, glaube ich, erst einmal sehr pauschal zusammenfassen unter dem Begriff der Goldküste. So sagen es einem hier die Leute, wenn man sie danach fragt, und sie sagen gleich, sie hieße Goldküste, weil sie am meisten Steuern für die Kommune abwirfe. Naja, Goldküste ist ein bisschen übertrieben formuliert, aber wir finden es nett, es bringt den Kern zum Ausdruck. Das ist die nächste große Steuerquelle, die wir brauchten, neben der Steuerkraft, die aus der klassischen einheimischen Bevölkerung erwuchs. Wir brauchen diese zusätzlichen Gelder aus der Goldküste, in Anführungsstrichen, um einfach die vielfältigen Bedürfnisse dieser Bevölkerung finanzieren zu können. Nun ist ja ein Begriff für jedermann hier im Lande Ihre Pipeline, diese Nabelschnur von Wilhelmshaven bis runter ins Rheinland. Richtig, die Endstation der Pipeline, das ist dieser mächtige Ölhafen hier vor den Deichen dieser Stadt. Das ist der eine Aspekt dieser Goldküste. Der andere Aspekt ist, dass zwischen zwei Deichen 2.500 Hektar neues Land eingedeicht worden sind. Und das ist, glaube ich, einmalig in diesem Land. Richtig, ich wüsste nicht, wo das noch einmal am Rande einer Großstadt geschehen wäre. Und hier spielt sich diese industrielle Entwicklung ab, die auf das Superschiff als Rohstoffbringer setzt. Nun ist natürlich, wenn so viel Industrie am Ort ist, sofort wieder das Gespenst von der Umweltverschmutzung und damit auch das Problem des Umweltschutzes da. Sicher, Herr Roland, wir müssen aufpassen, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, dass wir also Umweltschutz und industrielle Entwicklung als gleichwertige Ziele weiterhin betrachten. Wir wollen ja nicht über den Lebensstandard die Lebensqualität vergessen. Wir sind stolz darauf, dass in eingeweihten Kreisen Wilhelmshaven heute als kommunaler Vorposten zeitgemäßen Umweltschutzes gilt. Das liegt daran, dass wir in unseren Ansiedlungsverträgen mit den neuen Unternehmungen Dinge verlangen, die in den Gesetzen noch gar nicht geregelt sind. Das bringt nun andererseits die privaten großen Industrien dazu,
private Branchenführer des Umweltschutzes, des modernen Umweltschutzes in Ihren Unternehmungen zu sein. Widerwillig zuerst, aber hinterher sind die auch ganz schön stolz, dass Sie es sind. Also kann man sagen, Herr Dr. Eickmeyer, auch hier durchaus auf dem Wege einer vorbildlichen Entwicklung Ihre Stadt Wilhelmshaven und inmitten dieser Stadt eben der Bürger, um den sich ja auch gerade jetzt am Wochenende an der Jade alles dreht. Ich denke, wir sollten ihn jetzt wieder zu seinem Recht kommen lassen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Eickmeyer. Dankeschön, Herr Roland, und viel Vergnügen auch Ihnen und Ihren Kollegen in diesem Wochenende. Im Showgeschäft ist man schnell als bestimmter Typ abgestempelt. So galt zum Beispiel Juliane Werding lange Zeit als Problemmädchen mit eben solchen Liedern. Dank der Zusammenarbeit mit Gunter Gabriel gelang es ihr aber, sich von diesem Image zu befreien. Lieder wie Wenn du denkst oder Man muss das Leben nehmen, wie das Leben eben ist, das sind unkomplizierte Hits, die ihr wieder Erfolg gebracht haben. Passend zum heutigen Anlass besingt sie ihren Freund als rettendes Schiff in wilder See. Titel des Ganzen: Du bist mein bester Freund. Du stehst zu mir, bin ich mal schwach. Du hältst mich fest, lieg ich mal wach. Du bist mein Weg, mein Leitmotiv. In wilder See das rettende Schiff. Du hast für mich stets ein gutes Wort. Du bist mein Heim, mein Zufluchtsort. Der, der es immer gut mit mir meint. Du bist mein Freund, du bist mein Freund, du bist mein Freund, mein bester Freund. An deiner Hand bin ich dein Kind. Das Drachen steigen lässt im Sommerwind. In deinen Armen bin ich deine Frau, bis in das frühe Morgengrau. An deinem Mund hör ich mich satt, wenn du mich führst mit Rat und Tat. Ein Baum, der mich zu schützen scheint. Du bist mein Freund, du bist mein Freund, du bist mein Freund, mein bester Freund. Was alles tatest du für mich, was wär ich heute ohne dich? In deinen Augen blüht das Glück, dass ich eine Rose pflück. An deiner Brust, da find ich Ruhe und höre deinen Atem zu. Du bist der, dem ich ganz vertrau. Mit dir würd ich gern alt und grau, mit dir für immer, immer fest vereint. Du bist mein Freund, du bist mein Freund, du bist mein Freund, mein bester Freund. Ich melde mich an Bord des Werkstattschiffes Wotan und begrüße den Kommandeur des Marinestützpunkts Wilhelmshaven, Kapitän zur See Knaup. Herr Kapitän, ich darf Ihnen sagen, dass ich Bürgermeister und Oberstadtdirektor der Stadt Wilhelmshaven auf das Liebenswürdigste über das Verhältnis Marine und Wilhelmshaven zivil geäußert haben. Wie sieht das der Kommandeur hier des Marinestützpunkts? Herr Roland, ich glaube, das Verhältnis der Marine zur Stadt Wilhelmshaven ist nicht nur gut, sondern wir empfinden es als herzlich. Nun kennen Sie, Herr Kapitän, wahrscheinlich sehr viel besser als ich, die Wahrheit jenes Gerüchts, das wissen will, dass einige junge Wehrpflichtige der Schlagfuß gerührt hat, als sie erfuhren, dass sie nach Wilhelmshaven einrücken sollen. Ich selber bin in vielen Stützpunkten gewesen. Ich kann heute verstehen, wenn man dieses Sprichwort immer wiederholt: Wer nach Wilhelmshaven muss, weint zweimal. Nämlich das erste Mal, wenn er kommt, und nachher, wenn er geht.
Und wir weinen schon jetzt, dass wir uns nun bald verabschieden müssen, denn das Bild hier ist wundervoll. Es bläst ein kräftiger Nordseewind und hinter uns die Totale Ihres Hafens, Herr Kapitän. Welche Schiffe liegen hier? Hier liegen im Allgemeinen 39 Schiffe in Ihrem Heimathafen. Es sind dies die Zerstörer der Hamburg-Klasse, die Fregatten der Lübeck-Klasse. Es sind die Minensucher des 6. und des 4. Minensuchgeschwaders. Und es sind die Versorger des Versorgungsgeschwaders. Nun ist Wilhelmshaven ja auch der Sitz des Befehlshabers der Seestreitkräfte Nordsee und damit auch der Verantwortungsbereich hier für die NATO, etwas sehr allgemein ausgedrückt. Was ist es denn, was Wilhelmshaven so wichtig als den modernsten Hafen der Bundesrepublik für die Bundesmarine und damit auch für die NATO macht? Herr Roland, früher lagen die Schiffe hinter dem Deich. Sie mussten also durchschleusen. Heute haben wir hier einen modernen, Tide-unabhängigen Hafen. Das heißt? Das heißt, Sie können zu jeder Zeit ein- und auslaufen, ob Ebbe oder Flut ist. Und auslaufen werden Sie wieder ganz schnell, denn dieser Tag der offenen Tür ist eben doch nur eine höchst angenehme Unterbrechung für die Soldaten. Aber die Schiffe sind unter Dampf. Ja, gestern kam hier die SEF, das ist die ständige Einsatzgruppe der Flotte, hinein. Und Sie werden hier nur etwas Kräfte sammeln, um morgen schon wieder auszulaufen. Und ich glaube, Herr Kapitän, wenn ich jetzt den Hafenkapitän, Herrn Fregattenkapitän Grabentin, das ist richtig, begrüße, dann habe ich in Ihnen den Mann, der hier die Hauptsorgen um das Wohl und Wehe der Schiffe und der Besatzung trägt. Ja. Ich bin als Hafenkapitän dafür verantwortlich, dass die Schiffe sicher an die Pier kommen. Wir haben dafür Hafenschlepper, die setzen wir ein zum An- und Ablegen. Wir betreuen die Schiffe mit der Müllentsorgung, was sehr wichtig ist im Moment, und Wasser, Dampf, Öl, Nachschub und so weiter. Nun sehen Sie schon von der Statur her so aus, als wenn Sie einen guten Packen Sorgen tragen könnten, auch abnehmen könnten. Sorgen der Matrosen, Sorgen der Seefahrer, es sind ja nicht nur Deutsche, sondern eben auch die NATO-Partner, die hier kommen. Und ich glaube, da gibt es mal lustige Geschichten. Wir haben also manche lustige Sachen erlebt. Ich erinnere mich an ein Ding. Im vorigen Jahr, als der Träger Nimitz hier war, ja, das größte Kriegsschiff der Welt. Ein Amerikaner. Mit nahezu 6000 Mann. Die durften nur in Uniform an Land gehen. Und als der Träger wieder ausgelaufen war, sandte uns die Bundesbahn aus den Schließfächern im Bahnhof einige Uniformteile. Wir nehmen also an, dass einige Soldaten sich in der Stadt umgezogen haben, die Uniform ins Schließfach getan haben. Mhm. Und haben Sie wenigstens eine Dienstreise machen können in die USA? Eine Dienstreise war dafür nicht drin, dazu war es wohl zu wenig. Wir haben es dann über die Botschaft zurückerstattet nach Norfolk. Das ist ein schöner Schluss für mein Gespräch, denn zu wenig ist es immer mit der Zeit, denn wir müssen weiter. Aber ich glaube, wir haben allen Grund, Ihnen zu danken, meine Herren. Alles Gute für die Bundesmarine hier in Wilhelmshaven. Schwedenmädel sind schon immer ein beliebter Importartikel gewesen. Und Sif Inger ist ein ganz besonders beliebter Artikel in Deutschland geworden. Sie wohnt jetzt in Deutschland und hat hier erhebliche Erfolge zu verzeichnen. Ihr neuester Titel ist in allen Hitparaden zu finden. Und ich glaube, sie braucht keinen Namen mehr. Ihr Titel, jedes Kind braucht einen Namen. Mit dir auf deinem Weg. Du bestimmst die Richtung, in die ihr geht. Vielleicht habe ich Glück und du bist der Mann, der auch meine Träume träumen kann. Das ist Zeit. Ich liebe dich heute. Ich liebe dich heute. Jedes Kind braucht einen Namen. Meine Liebe braucht ihn nicht. Wenn der Mut, der mich besiegt hat, auf mich fällt, was er verspricht. Es kann sein, dass wir uns trennen, ohne uns jemals zu kennen. Aber das, was wir erlebten, das nimmt uns keiner mehr. Niemals mehr. Niemals mehr.
stell keine Fragen, wie's jeder tut. Zu schweigen wär besser in meinem Fall. Denn leere Worte sind mir egal. Was ist Zeit? Ich liebe dich heut. Ich liebe dich heut. Jedes Kind braucht einen Namen. Meine Liebe braucht ihn nicht. Wenn der Mund, der mich besiegt hat, auch nicht hält, was er verspricht. Es kann sein, dass wir uns trennen, ohne uns jemals zu kennen. Aber das, was wir erlebten, das nimmt uns keiner mehr. Niemals mehr. An der Jade in Wilhelmshaven, Tag der offenen Tür im Marinestützpunkt. Einige der Aktivitäten haben wir gesehen, weitere zeigen wir Ihnen nun, liebe Zuschauer. An meiner Seite sitzt der Fachmann, Herr Fregattenkapitän von Studnitz, der uns die Kommentare dazu liefert. Wir hören jetzt gerade das Marinemusikchor Nordsee spielen, was unter der Stabführung von Korvettenkapitän Hermann Goldbeck steht. Jetzt haben Kampfschwimmer der Marine aus Eckernförde sich in 2000 Meter Höhe von einem Hubschrauber absetzen lassen, sind im freien Fall etwa 1200 Meter nach unten gefallen und den Fallschirm geöffnet. Jetzt landen sie im Zielsprung im Stützpunktgelände. Hier sehen wir eine Schlepper, die Feuerlöscheinrichtungen in Gang gesetzt haben. Die werden hier in Wilhelmshaven in Bereitschaft gehalten, um die Tanker, die hier ihre Ladung löschen, unter Umständen auch mit Feuerlöschmitteln retten zu können und bergen zu können. Wieder mal eine Fallschirmsprung. Eine Bildfolge. Und jetzt 25.000 Menschen im Stützpunkt von Wilhelmshaven. Hier sehen wir einen Hubschrauber vom Typ Sea King, ein Search and Rescue Hubschrauber, der die Tauchergruppe des Marinestützpunkts nach draußen bringt, um sie im freien Fall ins Wasser abzusetzen. Und gleich sehen wir, wie ein Absetzer den ersten Taucher ins Wasser springen lässt. Moment, gleich sind wir soweit. Und im Vordergrund ist der Seenotkreuzer Hans Lüken, der hier in Wilhelmshaven stationiert ist, der auch anschließend uns zeigen will, wie man den Seenoteinsatz im See gestaltet. So, jetzt geht der erste ins Wasser. Ungefähr aus 15 Meter Höhe im freien Fall ohne Fallschirm. Der zweite ist jetzt im Wasser. Gleich der dritte, der vierte und fünfte. Die Seenotrettungskreuzer, die hier an der Küste stationiert sind, gehören zur Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, eine Gesellschaft, die in Bremen ihre Hauptstelle hat und den Seeleuten und der Seefahrt Hilfe leisten soll, wenn sie ihrer bedürfen. Wir sehen gerade jetzt den Seenotkreuzer, der sein Tochterboot ausgesetzt hat. Stellen Sie sich vor, dass das nicht im Hafen ist, sondern in freier See, etwa in Küstennähe. Das große Boot kann nicht mehr weiter an die Unfallstelle heran. Sie setzt ein kleines Boot aus, das Tochterboot, was jetzt zu den Schiffbrüchigen hinfährt, um sie aufzunehmen. Es dauert etwas, bis sie da sind. Dieses Boot hat einen Tiefgang von etwa 60 cm, kann also weit ins Wattengebiet hinein, dort, wo nicht mehr viel Wasser ist und das große Boot nicht aufgrund seines Tiefgangs nicht mehr arbeiten kann.
Sie sehen jetzt hier die Schwimmer, die an das Boot herangehen. Das sind die Taucher des Marinestützpunktes. Der erste geht jetzt an Bord, der zweite wird kurz darauf hinterherkommen. Denken Sie sich, das sind Schiffbrüchige, die denen jetzt das Tochterboot helfen will. Wenn der Auftrag dieses Tochterboots erledigt ist, kehrt es zu Hans Lücken zurück und wird von diesem Boot wieder aufgenommen. Sie sehen dort das Heck des Bootes mit einer Klappe, an einer Rampe, auf die das Tochterboot dann hinauffahren wird. Es wird mit einer Leine dann anschließend hochgezogen. So, jetzt dreht es ein. Und Sie sehen jetzt einen Mann des Rettungskreuzers klarstehen, um das Tochterboot anzunehmen. Es wird eine Leine angeschlagen und jetzt hochgezogen. Der Vormann dieses Rettungsbootes ist Steffen. Das also war's für heute, was nun nicht heißen soll, dass das Wochenende an der Jade hier schon beendet ist. Es geht noch einmal rund um die Uhr, 24 Stunden Tanz in allen Sälen, Tanz auf dem Marktplatz mit einem Wort: Schlicktown at his best. Wir aber sagen auf Wiedersehen und einen schönen Sonntag. Und sollten sich trotz aller Bemühungen einige unserer weiblichen Zuschauer gelangweilt haben, müsste es damit jetzt ein Ende haben, denn der Auricher Shantychor kommt noch einmal und singt: Matrosen machen müde Mädchen munter. Damit tschüss, ahoi und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Matrosen machen müde Mädchen munter, mitunter sehr munter. Matrosen machen müde Mädchen munter, ja, an Land, da wackelt die Wand. Blonde Therese aus Hamburg-Blankenese, die schaute nur gelangweilt und war so kalt wie ein Fisch. Doch als Hein so anfing und mal so richtig ranging, da kam sie gleich in Stimmung und tanzte auf dem Tisch. Nanu, nanu, was sagst du denn dazu? Matrosen machen müde Mädchen munter, mitunter sehr munter. Matrosen machen müde Mädchen munter, ja, Land, da wackelt die Wand. Babette aus Cuxhaven, die wollte am liebsten schlafen und saß auf jeder Party wie Mauerblümchen rum. Doch Jan, unser Moses, wollt wissen, was da los ist. Er küsste sie und jetzt läuft sie als steiler Zahn herum. Nanu, nanu, was sagst du denn dazu? Matrosen machen müde Mädchen munter, mitunter sehr munter. Matrosen machen müde Mädchen munter, ja, Land, da wackelt die Wand. Hast du mal ne Hemmung, ne seelische Verklemmung, dann sei nicht gleich verdrießlich, du bist ja noch so jung. So ein schicker Matrose mit weiter blauer Hose hat immer gute Laune und bringt dich schnell in Schwung. Nanu, nanu, was sagst du denn dazu? Matrosen machen müde Mädchen munter, mitunter sehr munter. Matrosen machen müde Mädchen munter, ja, an Land, da wackelt die Wand. Und hier nun, verehrte Zuschauer,